Hallo und herzlich willkommen zum 9. Teil unserer Selbstversorger-Serie. Thema heute: der Baumspinat. Es geht sich um Ingwer verarbeiten, also auch für Kräuter allgemein. Also, los geht's! Ja, der Baumspinat. Ein schönes Gewächs, wirklich wunderbar. Oder auch Riesengänsefuß. Oder Magenta-Sprin. Ja, kommt ursprünglich aus Indien. Und ist ein schmackhaftes Gemüse. Der ist jetzt noch ein bisschen klein. Normalerweise wird er bis zu 3 Meter hoch ganz sogar einen richtig dicken Stamm bekommen. Das ist wahrscheinlich auch der Name Baumspinat. Kann man als Spinat verwenden. Ja. Man schneidet einfach hier die oberen Blattpaare ab und man verwendet die Blätter dazu und wächst dann immer wieder nach. Blütezeit ist hier erst sehr spät, erst im September, und daher kann dieser Spinat den ganzen Sommer lang geerntet werden. Ja. Magenta-Sprin. Und wenn man sich so etwas in den Garten setzt, der wird ein richtiges blaues Wunder erleben. Also wir haben schon mit dem Wermut, setzt er sich schon quer durch den Garten, aber wenn man das hier im Garten hat, das hat man in den nachfolgenden Jahren überall. Und man sollte gar nicht die Samenstände, die dann im Herbst dran kommen, auf den Kompost werfen. Denn hat man Abertausende von Pflanzen quer durch den Garten. Also ist ratsam, im November die Samenstände abzuschneiden. Entweder dann im Frühjahr auszusäen oder man lässt es, man kann es ausprobieren. Und überall wachsen diese schönen grün-roten Pflänzchen. Wir machen mal eine Nahaufnahme, damit man mal sieht, wie die Pflanze wirklich aussieht. Jetzt mal ein größeres Exemplar. Der Boden sollte immer feucht gehalten werden, damit die Pflanze auch richtig wächst, wie man viel ernten kann. Die Pflanze ist einjährig. Muss man im Folgejahr also wieder neu aussehen. Ja, hier fällt schon eine Ernte an. Ja, es ist ratsam, den Baumspinat in den Garten zu pflanzen, denn es ist für die Insekten eine ganz wichtige Nahrungsquelle, weil die Blüte sehr spät ist. September, Oktober ist das für die Bienen wirklich optimal, noch etwas Nahrung zu finden. Auch für andere Insekten natürlich, ist ja klar. Der Baumspinat. Ja, kann ich nur empfehlen, auszuprobieren. Haben wir schon seit einigen Jahren im Garten stehen. Also muss wirklich sagen, einfach top. Der Baumspinat.
Oregano. Sowas darf in keinem Garten fehlen. Wir haben auch mehrere Büsche stehen. Ist wirklich nur zu empfehlen als Küchengewürz. Wir trocknen Oregano immer. Kann man aber auch schon mal als Tee trinken, wenn man Magenprobleme oder Durchfall hat. Überwiegend bei Durchfall ist dieses Kraut wirklich hervorragend. Heute ernten wir wieder mal Oregano zum Trocknen. Also wirklich wunderbar. Ein paar Büsche lassen wir immer stehen. Für die Bienen hier. Kommen so langsam die Blüten dran. Ja. Die Bienen werden sich freuen. Man kann auch Ingwer trocknen. Kann man als Vorrat für den Winter, über den Winter, bis zum nächsten Jahr, kann man das trocknen, damit man immer zum Beispiel für Tee oder zum Würzen, damit man immer etwas vorrätig hat. Ist ganz wichtig. In der heutigen Zeit, in der heutigen Krise, die wir haben, könnte schlimmer werden, muss nicht, aber da wollen wir vorbereitet sein. Und selbst Ingwer kann man trocknen. Man kann ja auch zum Beispiel Ingwerpulver kaufen. Also können wir selber machen. Also auf Bio-Ingwer achten, waschen, nicht schälen, einfach so lassen und dann einfach in kleine Stücke schneiden, so kleine Scheibchen. Wer hat das schon mal ausprobiert? Einfach mal in die Kommentare unten reinschreiben. Oder wer Vorschläge hat, was man noch trocknen kann. Im Prinzip kann man vieles trocknen. Hab schon mal erwähnt. Besser als wir einfrieren. Einfach in kleine Stücke schneiden. Dann nochmal nur ein bisschen würfeln. So schnell auch trocknet das. Das steht jetzt so ungefähr, ja, wie je nachdem, eine Woche braucht das, bis trocken ist. Es gibt auch Dörrautomaten und so weiter. Klar, man kann alles kaufen. Aber gute Dörrautomaten sind nun mal sehr teuer, will ich mal sagen. Die billigen, die taugen nichts, haben wir auch schon mal gehabt. Und zudem ist das Ganze ein sehr hoher Stromverbrauch. Können wir alles billiger haben. Einfach an der frischen Luft trocknen. Geht im Prinzip einfach. Wie die Weiterverarbeitung ist, zeigen wir alles hier, wie das weitergeht. Ist natürlich immer alles ein bisschen Arbeit. Ist logisch.
Das kommt dann alles in ein Gefäß. Ich werde nachher noch ein größeres nehmen, etwas ausbreiten, damit das trocknen kann. So, jetzt habe ich noch was zu tun. Kanal abonnieren, in die Kommentare schreiben, Daumen hoch oder Daumen runter. Das überlasse ich euch. Wir sehen uns bald wieder.